So cool, dass ihr mit am Start seid, diesen Gottesdienst miterlebt. Ich will euch Jillian Cope vorstellen. Jillian Cope ist die Einzige, die einen Flugzeugabsturz im Regenwald überlebt hat. Und damals war sie gerade mal 17 Jahre alt, als sie diesen Flugzeugabsturz überlebt hat. Ihre eigene Mom saß mit an Bord und niemand, der mit an Bord war, hat den Absturz überlebt, bis auf dieses 17-jährige Mädchen. Und als sie dann wach wird und keine Ahnung hat, wo sie da eigentlich ist, denn sie ist in dieses Flugzeug gestiegen und sie wollte eigentlich wo ganz anders mit ihrer Mom hin. Sie wollte eigentlich in die Nähe zu ihrem Dad fliegen. Sie hatte einen Abschluss, der gefeiert wurde, und dann wollten sie zurück zu ihrem Vater. Aber sie kam nie an diesem Zielort an, sondern das Leben kam dazwischen. Das Flugzeug crasht und sie landet auf einem Boden, wo sie keine Ahnung hat, wo sie da eigentlich ist. Und als sie dann aufwacht, erinnert sie sich an zwei Dinge, die ihr Vater ihr immer gesagt hat. Ihr Vater, der im Regenwald arbeitet. Und er hat immer zu seiner Tochter gesagt, hey Jillian, hör mal zu, du musst zwei Dinge wissen, wenn du hier im Regenwald bist. Zwei ganz wertvolle Tipps gebe ich dir mit. Und zwar zwei ganz wertvolle Tipps für den Moment, wo deine Wege nicht so verlaufen, wie du sie eigentlich geplant hast. Zwei wertvolle Tipps, wenn du nicht von den Menschen umgeben bist, von denen ich eigentlich möchte, dass du umgeben bist. Ich gebe dir zwei wertvolle Tipps mit, wenn du die Orientierung inmitten des Regenwaldes verlierst. Und der erste Tipp war, dass er zu ihr gesagt hat, hey Jillian, du musst wissen, Wasser fließt immer abwärts, okay? Merk dir das, Wasser fließt immer abwärts. Und dann kniet er sich vor sie und sagt, hey Jillian, aber du musst noch etwas wissen. Zweitens, Wasser führt immer zu Menschen. Wasser führt immer in die Zivilisation hinein. Und so verletzt, wie dieses Mädchen nach diesem Absturz war, kann sie sich dennoch an diese beiden väterlichen Prinzipien erinnern. Und sie gehorcht diesen beiden väterlichen Prinzipien. Und sie fängt an, abwärts zu laufen. Und wenig später trifft sie tatsächlich auf einen Fluss. Und sie läuft diesem Fluss entlang. Und wisst ihr was? 11 Tage später trifft dieses Mädchen auf Zivilisation und kann gerettet werden. Und ihre Geschichte hat mich an die Geschichte eines kleinen Jungen aus der Bibel erinnert. Eines kleinen Jungen aus der Bibel, der eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte hat. Auch sein Leben crasht. Es crasht zu einem Zeitpunkt, wo er es nicht erwartet hat. Auch er hat nicht geplant, auf diesem Boden, auf dem er plötzlich landet, auf diesem Boden zu landen. Und wir schauen uns die Geschichte gleich an und darum soll es heute gehen. Hey, was machen wir, wenn unser Leben wo ganz anders landet, oder? Als wir es geplant haben. Was machen wir, wenn unser Leben crasht und wir uns plötzlich auf einem Boden wiederfinden, auf dem wir eigentlich nie sein wollten? Gibt es da Dinge, die die Bibel uns mitgibt? Gibt es väterliche Prinzipien, die wir rausziehen können, was wir dann machen? Wir gucken uns die Geschichte von Mephibosheth an und wir lesen seine Geschichte in 2. Samuel 4, Vers 4. Da heißt es, es gab auch noch einen Sohn von Jonathan ben Saul, der an beiden Füßen gelähmt war. Er war 5 Jahre alt gewesen, als die Nachricht von Saul und von Jonathan aus Israel kam. Da hatte ihn seine Amme auf den Arm genommen, um mit ihm zu fliehen. Aber in ihrer Hast ließ sie ihn fallen. Seitdem war er gelähmt. Er hieß Mephibosheth. Hey, Mephibosheth ist wahrscheinlich nicht der Name, der dir gleich etwas gesagt hat. Aber ich denke, wenn wir seine Geschichte lesen, dann wird es ein Name sein, der unser Leben prägen kann. Und eine Geschichte sein, die unser Leben prägen kann. Weil sie uns Orientierung gibt, was wir machen können, wenn wir nicht an dem Zielort ankommen, den wir eigentlich als unser Zielort eingegeben haben. Hey, dieser kleine Kerl war gerade mal 5 Jahre alt. 5 Jahre alt, als sein Leben crasht, als sein Leben abstürzt, denn binnen einer Nacht erfährt er nicht nur, dass sein Opa Saul gestorben ist in der Schlacht, sondern er erfährt zeitgleich, dass auch sein Vater Jonathan in der Schlacht ums Leben gekommen ist. Und als ob das nicht schon genug wäre für so ein 5-jähriges Kerlchen,
passiert Folgendes, die Feinde kommen und wollen den Palast einnehmen. Seine Amme, die vor Ort gelebt hat, sie beginnt zu fliehen und sieht diesen kleinen Kerl. Und sie geht her und sagt halt stopp, sie hat Erbarm, sie hat Mitleid mit ihm und sie nimmt ihn auf ihren Arm. Und sie fängt nicht nur an, um ihr Leben zu fliehen, sondern nein, jetzt flieht sie auch noch und kämpft für das Leben dieses kleinen Jungen. Aber während der Flucht stolpert sie und sie fällt. Und in dieser einen Nacht wird dieser Junge nach diesem Sturz auch noch gelähmt. Hey, binnen einer Nacht wurde aus einem kleinen Prinzen ein Flüchtling. Binnen einer Nacht wurde aus einem kleinen Palastbewohner ein obdachloser Junge. Binnen einer Nacht wurde aus einem gesunden, fünfjährigen Kerl ein Gelähmter. Und als ich die Geschichte von ihm gelesen habe, da fielen mir nur zwei Worte zu dieser Geschichte ein, oder? Es waren die Worte, hey, das ist nicht fair. Es ist nicht fair, was dieser Fünfjährige binnen einer Nacht alles erlebt hat. Es ist nicht fair, wie sein Leben in dieser einen Nacht gecrashed ist. Und ich glaube, wir alle wissen, und es ist nichts Neues, was ich uns heute Morgen sage, dass das Leben nicht fair ist. Jeder von uns hat schon erlebt, dass das Leben nicht fair ist, oder? Der eine mehr, der andere weniger. Und es ist auch kein Thema, das wir als Kirche ausklammern sollten. Es ist kein Thema, das wir aus unserem Glauben raushalten sollten, dass das Leben nicht fair ist. Im Gegenteil sogar. Ich glaube, es ist ein Thema, in dem wir uns ganz, 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 ganz gut auskennen müssen. Denn das ist der Boden, dieser Boden von nicht fair. Das ist der Boden, an dem wir Gefahr laufen, unseren Glauben zu verlieren. Das ist der Boden, an dem wir Gefahr laufen, dass unser Gottesbild sich verändert und wir anfangen, Gott nicht mehr zu verstehen. Dieser Boden von nicht fair. Was wäre gewesen, wenn Gillian Cope nicht die beiden Ratschläge gehabt hätte, die ihr Vater ihr mitgegeben hat, die ihr Vater ihr zu Zeiten gegeben hat, als sie noch nicht auf dem Boden von nicht fair gelandet ist? Was wäre gewesen, wenn sie nicht auf ihren Vater gehört hätte? Hey, und so ist es so wichtig, dass wir wissen, was wir tun können, wenn wir auf dem Boden von nicht fair landen. Wenn unser Leben crasht und wir nicht am Zielort ankommen, an dem wir eigentlich geplant haben, anzukommen. Genau auf diesem Boden brauchen wir einen Glauben, der trägt. Und deswegen schauen wir uns heute Morgen an, was tun, wenn das Leben nicht fair ist. Wie ging die Geschichte weiter? Seine Amme, die Amme von Mephibosheth, bringt ihn nach Lodabar. Lodabar war ein Ort, den Mephibosheth noch nicht kannte. Es war aber nicht nur ein Ort, den Mephibosheth noch nicht kannte, es war vielmehr, es war ein Ort, an den Mephibosheth nicht gehört hat. Es war nicht der Ort, an dem dieser fünfjährige Junge hätte aufwachsen sollen. Und was ich so interessant finde, ist, dass Lodabar übersetzt im Hebräischen so viel heißt wie ohne Weide und ohne Worte. Und ich dachte mir, hey, das ist eigentlich genau der Ort, oder? An den das Leben uns führt, wenn es nicht fair ist. Hey, wenn unser Leben nicht fair ist, wenn das Leben nicht fair zu unserer Familie ist, hey, dann führt uns das Leben genau auf diesen Boden. Hey, der Boden von nicht fair ist ein trockener Boden, oder? Ist ein Boden, auf dem es keine Weide gibt, kein frisches, grünes Gras. Es ist kein fruchtbarer Boden und man hat das Gefühl von, hey, hier kriege ich richtig gutes Obst und richtig gutes Gemüse. Hey, der Boden von nicht fair ist ein trockener Boden ohne Weide. Und es ist ein Boden ohne Worte. Manchmal fehlen uns selbst die Worte zu beschreiben, wie es uns geht, wenn das Leben nicht fair ist. Nicht fair zu uns ist und wir erleben noch was anderes. Wenn das Leben nicht fair zu dir ist, erleben wir, dass Menschen um uns herum auch manchmal keine Worte dafür haben und nicht genau wissen, was sie zu uns sagen sollen oder wie sie das beschreiben sollen, was in unserem Leben ist oder wo das Leben nicht fair war. Also ist Lodabar der Ort, an den unser Leben uns bringt, wenn es nicht fair ist. Und wir schauen uns an, welche zwei väterlichen Tipps die Bibel uns mitgibt, wenn wir auf diesem trockenen Boden landen,
wo Worte nicht mehr viel bringen oder Worte kaum umschreiben können, was wir da erleben. Und auch die Bibel und die Geschichte von Mephibosheth gibt uns zwei Dinge mit, die wir für uns mitnehmen können, wenn das Leben eines Tages mal wieder nicht fair zu uns sein sollte. Oder die ich dir gerne mitgeben möchte, falls du selber gerade in einer Lebenssituation bist, in der das Leben nicht fair ist. Und wisst ihr, was ich liebe an seinem Wort? Ich liebe an dem Wort Gottes, dass es absolut ehrlich ist, dass es absolut authentisch ist. Ich liebe an seinem Wort, dass es uns hilft, das Leben zu leben. Weißt du was? Die Bibel ist nichts für dein Gehirn. Also es ist nicht gegen dein Gehirn, auf gar keinen Fall. Ne? Aber es ist ein Buch, das uns hilft, das Leben zu meistern, oder? Und dass wir umsetzen können und dass wir umsetzen sollen. Und ich liebe es, dass Gott nicht nur hergeht und sagt, hey Anjana, ich habe was für deine Religionsstunde, sondern hey Anjana, ich habe was für dein Leben. Und wir können aus der Geschichte von Mephibosheth lernen. Und das Erste, was wir für uns mitnehmen können, hey, wenn du die Orientierung verlierst in deinem Leben und wenn du plötzlich auf dem Boden von nicht fair landest, wenn dein Leben dich nach Lodabar bringt, dann musst du erstens wissen, nicht fair hat immer zwei Richtungen. Okay, der Vater von Chilean Cope hat ihr gesagt, hey, der Fluss führt immer abwärts. Und dein himmlischer Vater sagt dir, hey, weißt du was, nicht fair hat immer zwei Richtungen. Als Mephibosheth nach Lodabar kommt, an diesen Ort der Dürre und der Trockenheit, wisst ihr was, als er dort landet und seine Armee ihn dorthin bringt und als dieser kleine Junge erstmal lernen muss, wie er damit umgeht, dass er plötzlich nicht mehr seine Beine bewegen kann. Hey, weißt du was, in dem Moment schon hat Gott bereits angefangen, seine Geschichte umzuschreiben, okay? Er wusste nichts davon, dieser kleine Kerl. Seine Amme hatte keine Ahnung, was Gott schon längst dabei ist zu tun. Aber in dem Moment, wo er in Lodabar landet, in dem Moment, als sein Leben crasht, er auf dem Boden von nicht fair kommt, ist Gott bereits dabei, seine Geschichte umzuschreiben. Denn Gott bringt Mephibosheth in die Gedanken von jemandem hinein, der sehr viel Macht hat. Er bringt ihn in die Gedanken von jemandem hinein, der Dinge ändern kann, aber nicht nur von jemandem, der sehr viel Macht hat, sondern von jemandem, dessen Herz ein richtig gutes Herz ist. Man sagt, die Bibel sagt über ihn, es ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott bringt Mephibosheth in die Gedanken von... Sehr gut. Wer war denn die schnell? Oh, hätte ich Gummibärchen, würde ich sie dir zuwerfen. Und du warst noch nicht mal bei mir in den Bible Basics. Kani. Heieieiei. Er bringt ihn. Sonderwünsche. Er bringt ihn in den Gedanken von David hinein. Und wir lesen uns das mal durch. Aber was ich uns auch sagen möchte, ist, hey, wenn Gott einen Menschen in deine Gedanken hineinbringt, okay? Wenn Gott dich an jemanden erinnert. Wenn Gott uns erinnert, sollten wir reagieren. Dann... Es könnte das Leben desjenigen völlig verändern. Wir lesen es in 2. Samuel 9, 1 bis 5. 3, 1 bis 5, nee? 9, 1 bis 5. Eines Tages fragte David, ist eigentlich von Sauls Familie noch jemand am Leben? Um Jonathans Willen möchte ich ihm Gutes tun. Saul hatte einen Gefolgsmann namens Ziba gehabt, der nun zu David gerufen wurde. Der König fragte ihn, bist du Ziba? Ja, ich bin dein Diener, antwortete er. Der König fragte ihn, ist denn keiner von Sauls Familie mehr am Leben? Ich möchte ihm die Güte Gottes erweisen. Ziba erwiderte, es gibt noch einen Sohn Jonathans, der an beiden Füßen gelähmt ist. Wo ist er? Fragte der König. Er lebt im Haus von Machir ben Amiel in Lodabar, erwiderte Ziba. Da schickte der König Leute hin und ließ ihn holen. Das, was wir hier lernen, ist genau das, was wir vorhin gesagt haben. Nicht fair hat immer zwei Richtungen. Ja, das Leben ist nicht fair. Und weißt du was, die Bibel sagt uns das auch. Die Bibel spielt uns da nichts vor. Immer wieder macht die Bibel deutlich, ja, das Leben ist nicht fair. Jesus selber geht her und sagt, hey, in dieser Welt habt ihr Angst. Aber sei getrost, ich habe diese Welt überwunden. Die Bibel sagt, ja, das Leben ist nicht fair. Aber sie sagt uns auch noch etwas, an das wir uns dann erinnern müssen, wenn das Leben uns auf den Boden von nicht fair stellt. Und zwar sagt sie uns, ja, das Leben ist nicht fair, aber hey, da ist noch jemand und der ist auch nicht fair. Und in ihm liegt unsere Hoffnung, Jesus Christus. Jesus ist nicht fair. Keine Ahnung, ob in deinem Kopf jemals der Gedanke war, Jesus ist fair.
Wenn irgendjemand mal zu dir sagt, Jesus ist fair, sag ihm sofort nein. Jesus ist nicht fair. Jesus ist nicht fair, denn seine Liebe ist nicht fair, denn ich habe sie nicht verdient. Ich habe sie mir nicht erarbeitet. Dass ich heute Morgen aufgestanden bin und Güte und Barmherzigkeit mir folgen, ohne dass ich die beiden darum gebeten habe, mir zu folgen, ist nicht fair. Dass ich so tolle Freunde habe, eine geniale Kirche und meine Kinder in einem so guten Umfeld aufwachsen. Ihr Lieben, das ist nicht fair, denn nichts habe ich dafür getan. Nichts davon habe ich mir erarbeitet. Dass Jesus in seiner Liebe und in seiner Freundlichkeit mir gegenüber so großzügig war, dass Jesus in mein Leben kam, als ich an den dunkelsten Orten dieser Welt war, als mein Leben am Boden war und er mir begegnet ist, mich rauszieht und mir inmitten des Lebens auf dem Boden von nicht fair begegnet, ist nichts, was ich verdient habe. Ist nicht fair, denn ich habe nichts dafür getan. Ich habe mir nichts davon erarbeitet. Und wisst ihr was, wir kommen so schnell in unserem Leben dahin, zu denken, hey, das eine ist nicht fair, aber wir vergessen, dass das, was wir haben, dass das, wer Jesus Christus ist und dass das, was er kann, auch nicht fair ist. Das Leben ist nicht fair, ja. Aber weißt du was, da ist noch jemand und der ist auch nicht fair. Und in ihm liegt unsere Hoffnung. Und weißt du was, wenn das Leben mal wieder kommt und dich auf den Boden stellt von nicht fair, wenn das Leben kommt und dich nach Lodabar führt, hey, dann lass dir nicht nur vom Leben sagen, dass es nicht fair ist, sondern fang an, auch deinem Leben etwas zu antworten und deinem Leben zu sagen, ja, du bist nicht fair, aber da ist noch jemand und der ist auch nicht fair und der ist bereits dabei, etwas zu tun, ob wir es merken oder nicht. Und die Menschen um uns herum es merken oder nicht. Und nur dann, wenn wir in dieser Orientierungslosigkeit sind, nur dann, wenn wir auf nicht fair gelandet sind und uns daran erinnern, dass da noch jemand ist, der nicht fair ist. Nur dann kommen wir zu Punkt 2, denn nur das gibt uns Kraft für Punkt 2. Genauso wie wenn Jillian Cope den ersten Ratschlag ihres Vaters nicht gehalten hätte, wenn sie statt abwärts aufwärts gelaufen wäre. Wäre ihre Geschichte gänzlich anders ausgegangen. Sie musste Schritt 1 befolgen. Hey, und egal wie viel Kraft es dich kostet, wenn dein Leben gecrashed ist, herzugehen und deinem Leben eine Antwort zu geben und zu sagen, du bist nicht fair, aber auf meiner Seite ist noch jemand und der ist auch nicht fair. So viel Kraft, wie es dich kostet, es ist notwendig für Schritt 2. Denn nur wenn du davon überzeugt bist, nur wenn du das deiner Seele sagst, wenn du sie aufweckst, wirst du zu Schritt 2 kommen und das heißt, der heißt, bleib in Bewegung. Hey, egal, auf welchem Boden das Leben dich bringt, von nicht fair oder von gecrashed, bleib immer in Bewegung. Letztes Jahr tauchte in den sozialen Medien dieses Bild auf. Wenigstens glauben wir Silvester 2021 nicht mehr, dass 2022 alles besser wird. Hat es irgendjemand gelesen? Okay, hat irgendjemand gedacht, yes, so ist es? Oh, ihr wart besser als ich. Ich habe sofort gedacht, bester Spruch. Der beschreibt sofort, was ich so gefühlt habe. Ich dachte, 2021 wird alles besser. Und dann dachte ich mir, pups, 2022 erzählt mir keiner mehr, dass alles besser wird. Und während ich das so gefeiert habe und vielleicht sogar dem einen oder anderen auch erzählt habe, dachte ich plötzlich, stopp! Was mache ich hier eigentlich? Ich fange an, es mir gemütlich zu machen. Ich stelle so ein kleines Teelichtchen auf, einen kleinen Hocker, auf einem Boden, auf dem ich eigentlich gar nicht sein will. Hey, ich will auf diesem Boden gar nicht sein. Ich will dieses Land gar nicht bewohnen. Ich will Glauben haben. Ich habe Hoffnung, weil ich weiß, dass da jemand in 2022 auf mich wartet und der ist auch nicht fair, oder? Und so habe ich wieder angefangen, das Licht auszumachen, mein Hockerchen wieder zu schnappen und einfach weiterzugehen. Einfach weiter in Bewegung zu bleiben, weiter zu laufen. Und weißt du was, es geht so schnell, dass wenn wir auf diesem Boden von nicht fair landen, wir anfangen, es uns gemütlich zu machen. Wir stehen bleiben oder uns ein kleines Hockerchen aufbauen oder es uns irgendwie angenehmer machen,
Aber die Bibel geht her und sagt, hey, egal was du machst, bleib in Bewegung, setz dich niemals hin, zünd niemals eine Kerze an, kauf dir kein Sofa, geh nicht her und ändere bei Amazon Prime deine Adresse, sondern lauf weiter, bleib in Bewegung. Die Bibel macht uns immer wieder deutlich, dass Gott nicht jedes Tal von uns fernhält, oder? Die Bibel spricht von Tälern. Und sie spricht auch davon, dass die größten Glaubenshelden durch mussten. So ziemlich jeder. Es gibt nicht einen Glaubensheld, der nicht mit einem Tal in Verbindung gekommen ist. Aber was interessant ist, ist die Verbindung, die die Bibel herstellt von Tälern deines und meines Lebens und von Bewegung. Die Bibel spricht von Tälern immer mit Bewegung. Es heißt im Psalm 23, und wenn ich schon wanderte im finsteren Tal. Wer von euch weiß, dass Wandern nicht so geht? Wenn Wandern so gehen würde, hätte ich Wanderschuhe. Dann würde ich mich in einer Wandergruppe bei Heike anmelden, die ich übrigens sehr empfehlen kann, weil die sitzen auch ab und zu mal. Wenn das Wandern wäre, würde ich das machen. Aber hey, Wandern heißt immer in Bewegung sein. Und ja, es gibt Wandergruppen, die sind richtig krass drauf. Die wandern auf jeden Berg hoch, wo sonst keiner hinkommt. Aber das alleine ist nicht nur Wandern, sondern Wandern ist auch, wenn ich hier durch die grünen Felder ganz gemächlich wandere. Aber Wandern gibt es nicht ohne Bewegung, oder? Also wann hat die Bibel gesagt, auch wenn ich schon wohnte im finsteren Tal, auch wenn ich mir schon eine Kerze anzündete im finsteren Tal, auch wenn ich schon einen kleinen Hocker aufgebaut habe im finsteren Tal. Nee, die Bibel geht her und sagt, bleib in Bewegung. Wenn das Leben dich auf dem Boden von nicht fair stellt, bleib in Bewegung, bleib in Bewegung. Und das meine ich zuallererst geistlich. Bleib in einer Hoffnung auf den, der auch nicht fair ist. Bleib in Bewegung in deinem Geist zu sagen, und ich suche nach dem Weg, den Gott mit mir geht, um mich da durchzubringen. Denn er ist ein Gott, der uns durchbringt. Er hat das Rote Meer nicht weggenommen, sondern er hat sie durchgeführt. Und er wird dich durchführen. Nur bitte bleib in Bewegung. Pack deinen Hocker wieder ein. Schnall ihn dir hinten drauf und setz dich in Bewegung. Denn Mephibosheth, er blieb in Bewegung. Der König hat ihn eingeladen, aber Mephibosheth musste der Einladung folgen. In Lodabar, auf diesem Ort, an diesem Ort der Dürre und der Trockenheit, wisst ihr, was man aufgehört hat? Man hat aufgehört, in Lodabar ihn bei seinem Namen zu nennen. Wir lesen das in 2. Samuel 9, Vers 3, wo es heißt, es gibt noch einen Sohn Jonathans, der an beiden Füßen gelähmt ist. Hey, dort war er einfach nur noch der Sohn von. Keiner sagte Mephibosheth, sondern er war der Sohn von Jonathan, und gleich hintenher endet man mit dem, was das Leben mit ihm gemacht hat. Es ist der Sohn von Jonathan, der nicht mehr laufen kann. So wird er definiert, und nicht nur die anderen machen das mit ihm. Nicht nur die anderen halten ihn an diesem Ort der Trockenheit und der Dürre, sondern er selbst fängt an, über sich zu sagen in 9 Vers 8, da warf er sich erneut nieder und sagte, was ist denn dein Diener schon, dass du dich mir so zuwendest? Ich bin doch nur ein toter Hund. Hey, Mephibosheth hat selbst vergessen, wer er war. Er hat selbst die Identität von dem angenommen, was das Leben mit ihm gemacht hat. Und das will ich dir sagen. Hey, weißt du, was die größte Gefahr ist, wenn dein Leben crasht und es sich auf dem Boden von nicht fair stellt? Es birgt eine riesig große Gefahr, dass genau das deine Identität wird. Dass das größte Thema in deinem Leben wird. Dass das ist, was dich ausmacht. Und es kein anderes Thema mehr gibt, als du bist das, was das Leben mit dir gemacht hat. Und die Bibel sagt, halt stopp. Das ist nicht der Ort, an den du gehörst, also bleib in Bewegung. Denn Gott ändert alles. 2. Samuel 9, die Verse 9 bis 11. Dann ließ der König Siba den Gefolgsmann Sauls zu sich kommen und sagte zu ihm, alles, was Saul und seiner Familie gehört hat, habe ich dem Enkel, Klammer auf, Mephibosheth, Klammer zu, deines Herrn, zurückgegeben. Du wirst mit deinen Söhnen und Knechten das Land bearbeiten und die Ernte einbringen, damit Mephibosheth deines Herrn seinen Lebensunterhalt hat.
Mephibosheth selbst wird immer an meinem Tisch essen. Siba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Da sagte Siba zum König, dein Diener wird alles tun, was mein Herr der König ihm befiehlt. Mephibosheth wurde also an der Königstafel versorgt wie einer der Königssöhne. Ja, das Leben ist nicht fair. Es hat binnen einer Nacht aus einem kleinen Prinzen einen vollweißen und gelähmten Jungen gemacht. Aber weißt du was? Hey, noch jemand ist nicht fair. Und er hat keine ganze Nacht dafür gebraucht, sondern binnen eines Gedankens hat Gott aus einem Obdachlosen einen Königshausbewohner gemacht. Binnen eines Gedankens hat er demjenigen, der die Dürre bewohnt hat, er hat ihn an seinen Königstisch gerufen und ihn von allem essen lassen, was das Beste war, was das Land hergegeben hat, was der König selbst gegessen hat. Davon hat Mephibosheth zu essen bekommen. Binnen eines Gedankes hat er dem sein Namen genommen wurde, dem seine Identität genommen wurde. Er hat ihm nicht nur seinen Namen zurückgegeben, sondern er hat ihm seine Identität zurückgegeben. Es hieß, er hat alles, was Saul gehört hat und Jonathan gehört hat, er hat es dem Enkel wieder zurückgegeben. Lodabar war seine Identität. In Lodabar war er lediglich der Gelähmte. Aber weißt du was? Wenn du am Königstisch sitzt, dann kennt jeder deinen Namen. Wer am Königstisch sitzt, dessen Namen kennt jeder. Da geht es so zu, guten Morgen, Mephibosheth. Kann ich Ihnen was Gutes tun, Mephibosheth? Hat es Ihnen geschmeckt, Mephibosheth? Mephibosheth, Ihr Dessert. Jeder kannte seinen Namen, als er am Königstisch sitzt. Wo er in Lodabar lediglich der Gelähmte war, ohne Namen, sitzt er nun am Königstisch. Und der König sorgt sich, er sorgt dafür, dass dieser Junge, der by the way immer noch gelähmt war, er kümmert sich aber darum, dass das, was das Leben aus ihm gemacht hat, dass ihm das nicht länger schadet, sondern Gott nutzt das, was ihm gegeben wurde vom Leben, dass es ihm schadet. Er nutzt es und er dient ihm um ein so vielfaches noch mehr. Er macht zunieder, was das Leben zerstören wollte. Und Gott setzt noch eins obendrauf. Mephibosheth ist, ohne selbst dafür arbeiten zu müssen. Mephibosheth bekommt alles zurück, ohne es sich selbst zurückzuholen. Und wisst ihr was, manchmal, wenn uns das Leben auf nicht fair stellt, dann stehen wir in der Gefahr, uns zurückzuholen, was man uns geraubt hat, anstatt den König sein Werk tun zu lassen. Gott ist schon längst dabei, dir zurückzugeben, was man dir geraubt hat. Vielleicht nicht in der Weise, wie das, was du dir mit aller Kraft zurückerobern wollen würdest. Aber ich sag dir eins, er setzt noch eins obendrauf. Also lasst uns nicht zurückgehen und zurückholen, was man uns genommen hat, sondern lasst uns doch schon mal am Königstisch Platz nehmen. Lasst uns doch schon mal gefragt werden, was wir heute speisen wollen, weil wir wissen, dass da noch jemand ist und der ist auch nicht fair. Und er ist meine Hoffnung geworden. Und wisst ihr, wann er meine Hoffnung geworden ist? Er ist meine Hoffnung geworden, als ich mitten auf nicht fair gelandet war. Und er zog mich raus in seiner Gnade und Liebe. Und glaubt mir, zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal ein Gebet zu ihm gesprochen. Und er wurde meine Hoffnung für jedes nicht fair, auf das Leben mich danach gestellt hat. Es war in dem Moment, wo Gott in mein Leben kam, nicht vorbei mit nicht fair. Sorry, ich würde es euch gerne sagen. Aber ich bin keine Predigerin, die dir sagt, hey, wenn Gott in dein Leben kommt, wird alles gut. Er ist gut, aber das Leben nicht. Und danach kamen noch weitere Nicht-Fairs. Und ich weiß, es werden auch noch welche kommen. Aber wisst ihr, was ich dem Leben antworte?
es ist noch jemand und der ist nicht fair. Und egal, was du mir bringst, ich bleibe in Bewegung. Ihr werdet niemals eine Pastorin haben, die nicht in Bewegung bleibt. Ich bleibe in Bewegung, weil meine Hoffnung eine größere ist als das Leben. Und so will ich dich heute fragen, oder will dir sagen, als Mephibosheth an diesem Tisch saß, wisst ihr was, er saß nicht nur an einem Königstisch. Interessant, oder? Sondern wisst ihr, was passiert ist? Als er an diesem Tisch sitzt, stellt er plötzlich fest, das ist der Platz, an dem ich früher schon saß. Das sind die Räume, in denen ich als Fünfjähriger schon war. Und er stellt plötzlich fest, mir dienen die Menschen, die früher meinem Vater gedient haben. Und plötzlich realisiert Mephibosheth, hier gehöre ich hin. Das ist mein Zuhause. Und hey, egal auf welches Land das Leben dich stellt, ich will dir sagen, du hast ein Zuhause. Und du gehörst nicht nach Lodabar. Du gehörst an den Königstisch. Und ich glaube, dass Gott dich zurückruft an seinen Tisch. Dass er dich rausruft von dem Land nicht fair. Und ich rufe an seinen Tisch. Und ich will dir zwei Möglichkeiten geben. Hey, vielleicht hast du angefangen, auf diesem Boden von nicht fair auch ein kleines Teelicht anzuzünden, damit einfach ein bisschen Wärme an diesen Ort kommt. Vielleicht hast du einen Teppich ausgerollt, weil du gar keine Kraft mehr hast, zu glauben, dass das nicht der Ort ist, an den du gehörst. Vielleicht waren so viele Stimmen um dich herum, die dir gesagt haben, du bist der Gelähmte, du bist die Gelähmte. Dann will ich dich einladen, heute Morgen eine andere Entscheidung zu treffen und zu sagen, halt, stopp. Ich roll den Teppich wieder zu. Ich lösche das kleine Licht wieder aus. Ich schnapp mir meinen Hocker und ich stelle ihn hinten auf meine Schultern. Und ich packe ihn erst wieder aus, wenn ich auf grünen Weiden bin. Denn das ist der Ort, an den ich gehöre. Und vielleicht ist heute Morgen der Zeitpunkt, wo das Leben dir lang genug erzählt hat, dass es nicht fair ist. Vielleicht hat das Leben dir in den letzten Jahren oft genug beigebracht, dass es nicht fair ist. Und heute Morgen ist es an der Zeit, dass du ein Megafon auspackst. Ein Megafon, um deinem Leben zu antworten, dass das stimmt. Aber dass da noch jemand ist, der nicht fair ist. Und dass er deine Hoffnung ist. Weil in dem Moment, wo du das machst, steht etwas in dir auf. Und du hast eine neue Kraft, um in Bewegung zu bleiben.